Ihr grüßt Gotti, was ist denn da los? Ein neues Bild, das hat man noch nie. Ja, den Joke kann ich nicht zweimal machen. Zusätzlich haben wir da noch mit dabei, dass die Survivor einerseits infected werden, wenn sie einen Generator finishen und andererseits direkt am Anfang der Runde infected reinstarten, wobei wir dadurch zwar eine Hallucination weniger abbekommen, aber diese Upside ist auf jeden Fall sehr geil, weil das Early Game einfach noch viel, viel schneller ablaufen wird, vor allem in Kombination mit Corrupt, also let's go. Okay, rein geht's auf voller Kramar Chopin mit unserem Unknown Boydy, also let's go und mal direkt schauen, ob wir hier ein paar geile Snipes hitten können. Hoffentlich sehe ich direkt jemand in der Distanz. Aber zuerst werde ich eine Invitation annehmen. Let's go. Und dann direkt Richtung Shack mal gehen. Falls ich hier niemanden sehe, was ich aber tue. Oh, was zum Fick? Was war das denn gerade? Absolut krank. Jeder startet halt direkt schon infected, was natürlich sehr, sehr geil ist. Let's go. Das ist natürlich auch big, 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 big. Mhm. Was zum... Dass du das überstanden hast, ist halt crazy. Schade. Sehr, sehr schade. Würde guessen, dass hier noch jemand in der Umgebung ist. Aber warte mal. Ah, schade. Bisschen greedy, aber shit happens. Ich hole mir dann mal direkt Disable hier. Huge Dodge, was hier ein Free Hitter gattert. Aber sie wird die Infection jetzt halt los, wenn ich nicht schnell hitte, was ich definitiv nicht tue. Und was, Klödia? Bitte? Okay. Interessant. Oh, leider nicht durch die Wand. Sehr schade. Oh, Klödia, was machst du hier? Warum teabagst du hier? Du stirbst dann direkt. Nach dem Teabaggen fällst du direkt um. Geht's dir gut? Glaube ich nämlich nicht. Warte, was? Okay. Interessant. Das ist der Most Progress Generator Dolle? Okay, crazy. Insta-Anhook wird durchkommen. Jo. Ich werde mich direkt da weiterhin TP'en. Und da direkt für einen Snipe gehen. Ja, schade, leider nicht gut genug. Der Homie ist leider ein bisschen confused. Was? Okay, das war Bullsch. Sorry, aber manchmal werde ich hier gebullshit mit. Also dieses Spiel. Was war das für ein Hit, Bruder? Was zur Hölle war das für ein Hit? Absolut insane. Ich bin manchmal einfach nur erstaunt. Du dodgst zu 0% einfach. Okay. Das sind wieder die Survivor der Hölle. Unpredictable as fuck. I mean, die fucking Klödia ist auch schon 50 Mal einfach so in mich reingelaufen. Ich verstehe gar nichts. Sehr schade. Ich war ein bisschen greedy. Ich war ein bisschen greedy. Ich hätte einen Double Down jetzt sehr, sehr gerne angenommen, muss ich sagen. Das hätte ich wirklich sehr, sehr hart enjoyed. Leider ist es aber nicht so gekommen. Aber alles bestens noch. Der Homie könnte noch immer hier sein. Ist auch genauso. Hat euch jetzt wieder gar nichts gebracht in eurem Leben. Die Lady ist auch wieder confused des Todes. Das tut mir leid, aber es sieht gerade nicht so gut für euch aus. Was soll ich denn machen? Ach komm. Ich bin mal so nett und hook einfach. Ich bin mal einfach ein bisschen netter. Mal schauen. Die andere kann währenddessen rescuen gehen. Ist okay für mich.
Und dann tut, was ihr nicht lassen könnt. Dann tut einfach, was ihr nicht lassen könnt. Ja, siehste. Da bin ich der nette Bube. Wenn sich irgendjemand von euch aufregt, ihr meint Gamechat, ne? Weiß ich auch nie mehr. Jetzt? Okay, sehr geil. Interessant. Was zum Fick? Was zum heiligen Fick? Was passiert hier gerade? Was passiert hier gerade? Es ist halt aber auch so insane, wenn man diese Addons mit dabei hat. Man hat einfach instant Infected Survivor. Und wenn man das andere Addon mit den Generatoren dabei hat, man hat nach jedem gefinischten Generator mindestens ein Survivor, der infected ist. Das ist absolut insane und das ist absolut dumm. Muss ich, glaube ich, niemandem sagen hier. Oh, warte, du bist gar nicht infected, oder was? Crazy. Habe ich gar nicht drauf geachtet, wenn ich ehrlich bin. Mein Schüler. Da müssen wir aber auch nicht drüber reden. Willst du zu mir kommen? Es tut mir leid. Oh, ich enttäusche das gerade ein bisschen. Ein bisschen enttäusche. Das war eine interessante Runde. Mit netten Shots. Ja, die Lady denkt sich, ja, ich mache mich jetzt ein bisschen unhookable. Was sie, glaube ich, sogar schaffen könnte. Ich bin mir aber, um ehrlich zu sein, unsicher. Ich werde jetzt auch erstmal warten, bis ich meinen Charge zurück habe und sie dann einfach instant hooken. Warte, hier ist ein Generator, der schon benutzt wurde. Zack, jetzt. Let's go und GG's gehen raus. Wunderschöne Runde. Auch wenn das Ganze ein bisschen schnell abgelaufen ist. Aber holy shit, manche Hits waren insane. Andere waren aber auch ein bisschen betrügerisch. Muss man schon sagen. Aber ey, kurze Speedrun. Runde mit unserem Body hier. Nehme ich entgegen. Da sehe ich mich. Da sehe ich mich zu 100%. Ich habe euch sogar eine Chance gegeben. Wenn mich jetzt irgendjemand beleidigt von euch. Ich habe euch sogar eine Chance gegeben. Homies. Kommt mir jetzt nicht dumm. Oh, okay. Da waren sogar solide Addons drauf. Ansonsten auch eigentlich solide Perks mit dabei gehabt. Sehr viel Distortion auch. Interessant. Mit sehr viel meine ich zwei. Eins ist mir nämlich eigentlich auch schon zu viel. Aber gut. GG's gehen raus. Nächstes Mal wird es genauso gut laufen. Mit Vecna Vecnason.